Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Belmont Gabriel mit der Top 4 und ohne viel rumzureden werde ich einfach reingehen. So, unser erster Gegner, die Lorelei, ist da. Habe ich mich nicht geheilt? Ich habe mich nicht geheilt. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich pausiere mal, bis gleich. Okay, also. Ich habe vergessen zu speichern. Verdammt. Ja. So wie es aussehen wird, ist unser Suicune jetzt unsere einzige Rettung. Ja, und ich würde sagen, gehen wir einfach gleich mal zu Lorelei rein. Und das ist die erste. Und ich hoffe nicht, dass ihr erstes Pokémon ein Pflanzen- oder ein Elektro-Pokémon ist. Das wäre sehr, sehr schlecht. Explode. Level 52. Apu du. Apu. Mehr kann ich da gerade nicht dazu sagen. So. Ich glaube auch, dass wir diese Ex-Defend vielleicht ein bisschen höher legen sollten. Egal. Wir benutzen es erstmal. Und seine Verteidigung ist gestiegen. Wieso musst du so eine Attacke haben? Natürlich. Wir wechseln dann auf jeden Fall zu unserem Mirrodachi. Es könnte natürlich Flammenwurf haben. Ich hoffe es einfach mal nicht. Ich glaube, das ist nämlich ein TM-Move. Stampfer. Ah, kein Schaden. Aber es ist einfach mal 8 Level höher als wir. Das darf man nicht vergessen. Es ist 8 Level höher als wir. So, Erdbeben. Wie viel Schaden wirst du anrichten, Mirrodachi? Das ist nichts. Das ist mehr als. Das ist weniger als nichts, wollte ich damit sagen. Und wir schrecken zurück, natürlich. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie viel Damage das machen würde, wenn wir nicht resistent gegen den Stampfer wären. Und nicht so einen wahnsinnig hohen Attack-Stat haben würden. Das wäre Wahnsinn, dieser Damage-Output. So. Das letzte Erdbeben sollte allerdings genug sein für dieses Explode. Nein, es ist nicht genug. Das heißt für uns, sie wird für eine Full Restore gehen. Und wir können nichts machen. Ah, das ist nervig. Das ist wirklich nervig. Das war ein Low Roll am Schluss dann. Dann gehe ich jetzt für 2 Stärken. Ist um 10 Base Power höher als ein Erdbeben. Von dem her sollte das dann passen. Von der Verteilung her. Und wir flinchen natürlich wieder. Es geht für einen weiteren Stampfer. Und die Stärke sollte ihn, außer es bekommt einen Crit, das macht ja gar nichts. Ein weiterer Stampfer. Ich hoffe nicht, dass dieses Explode eine spezielle Attacke hat. Ich werde allerdings jetzt trotzdem für eine Hyper Potion gehen. Bei unserem Mirrodachi. So, 93 KP wurden wiederhergestellt. Und ein weiterer Stampfer, damit können wir leben. Sehr gut sogar. Erdbeben! Los geht's, Mirrodachi! Halte aus! Ich hoffe auch, dass die nächsten Pokémon keine Attacken haben, die unsere Stats verringern können. Skaraborn, das ist. Nicht Skaraborn. Panzereron ist ein wahnsinnig gutes Pokémon, um darauf aufzusetten. Stachler? Na, macht uns nichts aus. Wir gehen erstmal für ein Gedankengut. Das ist perfekt, wirklich. Aircutter. Wie viel Schaden? Nichts. Vielleicht brauchen wir gar keine X-Defense dieses Mal. Sondern das reicht. Ein weiterer Aircutter hat, glaube ich, eine hohe Chance zu critten. Da war der kritische Treffer. Deswegen würde das auch recht wenig bringen. Naja, noch. Sie hat keine Attacke, die uns mit einem nächsten Crit ausnocken könnte. Das hat maximal 60 Schaden gemacht. Das heißt, jetzt können wir auch gleich. Jetzt sollten wir dafür gehen. Für die Hyper Potion. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das nur die erste der
Top 4 ist. Die sollte eigentlich kein Problem sein. Das sollte die Aufwärmarbeit eigentlich sein. So, unser viertes Call Mind. Der nächste Aircutter ist auch da. Ein kritischer Treffer, okay. Das fünfte. Und genau so werden wir die Top 4 effektiv besiegen. Nach meinem Plan jedenfalls. Und das letzte. Bei Raul werden wir auf jeden Fall noch einen X-Speed mit dazu nehmen. Dass wir einfach bei plus 1 Speed sind und hoffentlich recht viele seiner Pokémon dann auch outspeeden werden. Weil sie dann eben alle um die Level 60 werden sein werden. Und wenn wir da irgendwie Level 56, hoffe ich, dass wir da sind dann. Wenn sie uns dann da irgendwie was antun, dann ist das schlecht. Ich glaube, ein Aurora-Strahl sollte hier auch genug sein. Wofür denn einen guten Surfer verschwenden? Wir sind bei plus 6. Nein! Was? Suicune ist schwächer, als ich dachte. Na, jedenfalls ist es defensiv gut unterwegs, deswegen ist das, glaube ich, trotzdem ganz gut. Mittlerweile. Dann, ihr drittes Pokémon ist ein Victory Bell. Aurora-Strahl. Schlafpuder, nein! Ah! Okay, ich beschleunige das Ganze mal. Wo haben wir denn die Pokeflöte? Hier haben wir die Pokeflöte. Okay, das macht keinen Schaden zum Glück. Und es gibt für einen weiteren Schlafpuder verfehlt. Das ist gut. Und der Aurora-Strahl sollte es ausnocken. Ziemlich sicher, dass es genug ist. Ja, es ist sehr effektiv. Ah, nice. Ich glaube, das war jetzt auch so ziemlich ihr stärkstes Pokémon. Mit Level 54. Phoebus, da reicht ein Biss auch, glaube ich. Wir sind halt recht langsam mit unserem Suicune. Und das ist unsere Schwäche. Und wir sind kein einziges Level aufgestiegen. Das ist auch heftig. Ferret ist das letzte und ein Surfer sollte genug sein. Follow me. Gerne, gerne, liebes Ferret, gerne. Das ist sogar ihr Ace. Ein Ferret. Wir können natürlich auch hoffen, dass die Top 4 keine wirklich starken Pokémon haben. Wie zum Beispiel jetzt das Ferret. Obwohl das erste Pokémon mir schon sehr Angst gemacht hat. So. Und wir dürfen weitergehen. Den ersten haben wir also besiegt. Und ja, wir werden auf jeden Fall mit einer Hyper Potion Alex nochmal zu vollem Glanz verleihen. Und werden auch sogleich Bruno annehmen. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir relativ gut dabei sind. Bei Bruno, der Top 4. Ah, ich bin richtig gespannt. Ein Hoothoot. Perfekt. Ich könnte nach keinem besseren Lied fragen. Ein Gedankengut. Außer natürlich jetzt hat Whirlwind. Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht. Takedown. Das sollte keinen Schaden machen. Nein, macht es auch nicht. Das ist perfekt. Das heißt, wir können ganz entspannt für 6 Gedankengüter gehen. Reflektor. Okay. Ja, das ist ein bisschen nervig, allerdings können wir auch sicher gehen, dass der Reflektor bzw. das Lichtschild eigentlich, das ist das was Einzige, was relevant ist, aufhört, bevor wir ihn angreifen. Das ist sehr, sehr gut. So, bei dem haben wir jetzt also Glück. Bei Lorelei hatten wir eher weniger Glück. Und ich hoffe, dass wir auch bei Agatha und bei Siegfried so viel Glück haben. Auch bei Raul. Bei Raul hoffe ich erst recht, dass er irgendwie ein Carpador als erstes Pokémon hat, das nur Platscher kann. Das hoffe ich von ganzem Herzen. Und das letzte Gedankengut hier. Sollte genug sein. Er gibt für einen weiteren Takedown. Crits machen mir auch sehr, sehr wenig Schaden. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall noch für eine Hyper Potion. Bei unserem Suicune. Ich bin noch unsicher, ob ich ihm eine X-Defensive geben soll. Ich werde mal auf Nummer sicher gehen und ihm auch eine X-Defensive, die ein oder andere X-Defensive geben.
Wir haben noch 16 Stück. 3 werden ausreichen. Oder sagen wir 2. 2 werden ausreichen. Und dann werde ich ihn angreifen. So. Ah, ein kritischer Treffer. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, es kann gerechtfertigt werden, dass ich jetzt nochmal eine Hyper Potion hernehme. Nein! Nein, 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 nein. Das ist unsere Trumpfkarte, dieses Item. Das dürfen wir nicht verschwenden. So, bitte kein Lichtschild. Okay, ein Takedown. Sollte 10 Schaden vielleicht noch machen. 12. Wow. Und der Aurora-Strahl sollte genug sein, um dieses Hutut auszunocken. Es ist genug. Puh. Ich bin wirklich nervös. Das ist Wahnsinn. Wie nervös ich da gerade bin. Blastoise. Turtok. 2 Surfer sollten da... Oh, Regentanz. Wenn das jetzt nicht genug ist eigentlich, dann weiß ich auch nicht mehr. Es ist nicht genug. Tatsache, es ist nicht genug. Allerdings wird er jetzt auch für einen Trank gehen. Er will wahrscheinlich unsere Surfer damit ausdollen. Puh, es ist wirklich, wirklich hart. So, der Regen fällt weiter. Und der letzte Surfer, ein Biss, sollte uns auch nicht allzu viel Schaden machen. So, ein totes Turtok noch. Wir können immer nur hoffen, dass eins seiner Pokémon relativ früh, weil nicht, es wird kein anderes Pokémon geben, außer Alex, das einen Hit verträgt von den Pokémon. Wir müssen einfach hoffen, dass keines von ihnen ein Elektro- oder Pflanzen-Pokémon ist. So, das Krabby ist auch weg. Wenn es das vierte ist oder eins danach eben, dann ist das okay. Ah, Level Up. Mist. Nee, ich will keinen Mist. Wir können auch das eine Item benutzen, das den Gegner verhindert. Ah, also Bruno hat alle schwachen Pokémon bekommen, außer natürlich Turtok. Ich glaube, da reicht ein Biss auch bei diesem Feuerriegel. Ja. Perfekt. Und das letzte Pokémon wird sein ein Snubbull. Wahnsinn, hat echt die ganzen schlechten Pokémon bekommen. Der tut mir richtig leid, der Typ. Der Regen hat aufgehört und ein Surfer sollte hier genügen. So, perfekt. Das heißt, unser zweites Top-4-Mitglied wurde erfolgreich besiegt. Puh, der fragt sich, wie er verlieren konnte. Ich habe immer noch Angst. Ich habe einfach nur noch Angst. So, die Tasche, eine Hyper Potion zu Alex. Und ja, Agatha, bitte hab kein starkes Pokémon. So, los geht's. Wir gegen die dritte der Top 4. Ich bin gespannt, was ihr Lied ist. Bitte kein Rayquaza oder sowas. Das wäre dezent schlecht. Ein Loudred, das ist auch gut. Das ist auch sehr, sehr gut. Wir gehen gleich für ein Calmind. Perfekt, 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 perfekt. Kreischer. Das ist ungut. Das ist echt ungut. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal wechseln. Zu Mirundoshi. Weil der eben recht gut ist, auch darin die Weiterentwicklung von ihm zu tanken. Warum sollte er das Pokémon jetzt nicht auch tanken können, ne? So, Erdbeben. Er geht für einen weiteren Kreischer. Okay. Ich glaube, 3 Erdbeben sollten genügen. Für dieses Krakelo. Ich gehe jetzt für Stärke nochmal. Er geht für einen Kreischer. Wir sind jetzt bei minus 6 angekommen. So. Dieses Krakelo sollte auch down gehen mit unserem nächsten Erdbeben. Oh nein! Das ist ja schrecklich mit diesem Viech. So, wenn wir jetzt einen kritischen Treffer kriegen, dann wäre das ziemlich cool. Würde uns zwar nichts bringen, wir kriegen einen kritischen Treffer. Das heißt, sie setzt eine Full Restore ein und heilt damit auch seinen Schlafstatus. Allerdings wird sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr eine Full Restore benutzen, was auch wieder gut für uns ist. Bitte noch ein Crit. Oh, schade. So, eine Stärke hier. Nochmal Rest, das gibt's doch nicht.
Will der uns wieder von PP ausstallen oder was? Er hat nichts gemacht, außer uns wirklich zu schwächen nur. Auf der physischen Seite. Wir gehen nochmal für Stärke. Sleep Talk. Was ist seine letzte Attacke? Rest? Sleep Talk? Wahrscheinlich Stampfer. Und das Erdbeben sollte jetzt allerdings genug sein, um das Loudred, dieses Krakelo, auszunocken. Sleep Talk. Okay, welche Attacke hast du denn? Brüller! Du bist doch Wahnsinn. Wir gehen für ein Blizzard. Hoffen, dass es genug ist, um das Krakelo auszunocken. Wahrscheinlich wird es nicht genug sein. Aber wir hoffen. Es ist genug, Tatsache. Ah, und jeder kriegt 400 Erfahrung. Das nächste Pokémon ist ein Anorüt. Das ist auch ein sehr gutes Pokémon für Alex zum Aussetzen. Ah, nice. Antikraft. Natürlich nur, wenn es nicht so viele Boosts kriegt. Antikraft ist physisch, das heißt, wir müssen anfangen mit der X-Defensive. So, dass wir eben etwas weniger Schaden bekommen. Plus 2 sollte auch hier wieder reichen. Es geht fürs Schutzschild, das ist auch cool. So, und jetzt geht es mit Calm Mind los. Dann haben wir 3 von 5 schon mal besiegt, wenn das jetzt gut läuft natürlich. Das wäre optimal, das wäre wirklich optimal. Er kriegt die Boosts, er kriegt die Boosts. Das heißt, wir werden jetzt nochmal für eine X-Defensive gehen. Ah, wenn er jetzt einen kritischen Treffer kriegt. Das ist mein Problem mit der Antikraft. Wenn er kritische Treffer bekommt, dann sind wir... Dann haben wir ein Problem. So, wie viel Schaden richtet er mit einer normalen Antikraft an? Er geht für Protect. Das ist hervorragend. Das heißt, wir gehen einfach für weitere Call Minds. Jetzt erstmal. Das ist unser zweites, wenn ich mich recht erinnere. Leftovers wäre natürlich sehr, sehr nett bei Alex. Er geht für eine weitere Protect, kriegt die Double Protect sogar. Allerdings werden wir weiter für Call Mind gehen. Bis wir eben bei plus 6 angekommen sind. So, Schlitz, oh nein. Oh nein. Nein, das ist eine der schlimmsten Attacken, die man mit Antikraft haben kann. Nein, nein, nein. Und es ist schneller, das ist auch schlecht. So, ich werde jetzt... Nein, eigentlich kann ich... Ich muss direkt für einen Surfer gehen. Ich gehe direkt für einen Surfer, wenn er jetzt einen kritischen Treffer bekommt. Zum Glück nicht. Und das ist ein totes Anorüt wahrscheinlich. Ja, ist es. Perfekt. Wir sind ziemlich gut unterwegs gerade. Und... Ah, Skibloom. Aurora-Strahl. Schlafpuder. Nein! Wir werden jetzt auf jeden Fall für eine Full Restore gehen. Es ist schneller. Dieses Skibloom ist einfach schneller. Das ist blöd. Das ist ganz, ganz blöd. Full Restore haben wir hier. Und natürlich wecken wir auch unseren Alex damit auf. So, ein weiterer, ein Megasauger. Wenn das ein Volltreffer wäre, dann würde das uns Schaden machen wie noch was. Allerdings ist es kein Volltreffer und macht uns gerade mal 6 Schaden als super effektive Attacke. Er geht für Egelsamen. Ich bezweifle, dass ein Pokémon mehr als eine Runde gegen unseren Alex drinnen überlebt. Zweifle ich sehr, sehr stark. So, dieses Skibloom ist auch Geschichte. Und ich glaube, sie hat noch ein Pokémon, oder? 2 hat sie sogar noch. Nämlich ein Zangoose. Okay, Egelsamen kommen also danach. Auch gut zu wissen. Ich bezweifle allerdings, dass Zangoose ein Crushclaw. Okay, das sollte recht gut Schaden machen. Senkt sogar unsere Defensive. Allerdings ist das Zangoose jetzt auch Geschichte. Und wir sind immer noch bei plus 1. So, perfekt. Und wie geht es weiter mit Croconaw? Okay, das sollte eventuell auch ein... Nein, das wird kein One-Hit. Das wird kein One-Hit, auf keinen Fall. Vielleicht ein Two-Hit, aber kein One-Hit. Weil es Level 58 ist. Sogar fast ein One-Hit, Wahnsinn.
Es verfehlt, das heißt, wir sind immer noch schneller und wir haben das Croconaw down. Wir haben es down. Das heißt, 3 von 5 sind tatsächlich weg. Außer natürlich, sie setzt wieder eine Full Restore ein. Das ist uns aber gerade im Moment egal, weil wir eben nachher eh einen ein Item hernehmen, einen Ether, was auf alle Attacken 10 bringt. Ein kritischer Treffer, nice. Nice, sehr nice. Und Alex wird nicht ganz Level 52. Und ich wollte Level 56 sein, als wenn wir Raul annehmen. Natürlich, natürlich. Ich habe naive Vorstellungen. Ach du meine Güte. Ich verfalle in Panik, um ehrlich zu sein. Wow. Bis jetzt sieht das ja noch recht gut aus, allerdings. Wow, einfach bloß wow. Eine Hyper Potion für Alex. Und wenn wir Siegfried schaffen, werde ich auf jeden Fall nochmal Pause einlegen. Und das dann, dass ich dann eine Folge Kampf gegen den Champion nennen kann. X-Defensive haben wir noch 12. Oh Gott, ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Das ist Wahnsinn. Wie ein kleines Kind, das gerade zum ersten Mal bei Siegfried ist. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Einen Ether, ein Ether, ein Ether, ein Ether. Obwohl, ein Elixir heißt es, Elixir, Elixir. Wir werden allerdings schauen, ob es wirklich alle Attacken sind oder ob es vielleicht doch nur... zwei. Zwei sind es. Und Aurora-Strahl eigentlich auch. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein Elixier benutzen. Bei unserem Suicune. Und, ja. Perfekt. Dann schauen wir mal weiter. Ah, ich habe Geschichten über dich gehört, Matt. Ich führe die Top 4 an. Du kannst mich Siegfried, den Drachentrainer, nennen. Du weißt, dass Drachen mythische Pokémon sind. Sie sind hart zu erziehen und hart zu fangen. Aber ihre Power, ihre Kraft ist allem überlegen. Sie sind wirklich unzerstörbar. Es gibt nichts, was heißt... Was? Es gibt keinen cleveren Nutzen mit ihnen. Also, bist du bereit zu verlieren? Deine Pokémon-Liga-Herausforderung endet mit mir, Matt. Ja, das werden wir sehen, das werden wir sehen. Jetzt kommt dann drei Quasar als Lead und dann ist es echt so. Okay, wenn nicht, können wir sagen, wir haben es bis zu Siegfried geschafft. Zentret, das ist gut, das ist gut. Wir haben Glück mit den Leads. Liebe Freunde, wir haben Glück mit ihnen. Erstmal eine X-Defense für uns. Unsere Defensive steigt. Follow me. Okay, das ist gut, das ist gut. Perfekt. Dann eine weitere X-Defensive für Alex. Slam, das sollte mittlerweile keinen Schaden mehr machen. Nein, und ein Call Mind. Nice, nice, es sieht gut aus. Es sieht tatsächlich gut für uns aus. Wahnsinn, es sieht tatsächlich gut für uns aus. Jetzt fehlt dann eigentlich nur noch Raul, wirklich. Der uns im Weg steht. Danach können wir sagen, wir haben die Top 4 mit einem Suicune besiegt. Mit mehr nicht. Mit einem Suicune und Mirundoshi. Mit Mirundoshi noch. Amnesie. Ah, das könnte ein bisschen brauchen, bei dann dieses Visor down zu kriegen. Allerdings ist das uns mal egal. Es kriegt uns nicht down und das ist alles, was zählt. Es ist mittlerweile auch bei plus 4, glaube ich. Genau wie wir. Nur, dass wir auch bei plus 4 Spezialangriff sind. Ja, bei plus 4 sind wir. Bei plus 5 jetzt. So, dann bin ich mal gespannt, wie viel dieses Visor aushält. Es setzt immer noch Slam ein. Und wir gehen jetzt für das plus 6. Übrigens, das Drachen-Pokémon Visor ist auch ziemlich gut. Also, muss ich sagen, ich habe schon viele Geschichten über dieses Pokémon gehört und es soll hervorragend sein. So, eine Hyper-Potion. Wo ist denn die Hyper-Potion? Da haben wir sie. Puh, 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 puh. Follow me. Das ist auch gut, dass er das einsetzt. Und wie viel macht denn ein Surfer jetzt? Ein weiteres Follow me. Bitte lass den Surfer ungefähr die Hälfte seiner KP abziehen. Wir sind dann nach Level 52. Oh, ein kritischer Treffer. Nice.
Nice. Okay. Wir sind nicht Level up. Und ihr nächstes, sein nächstes Pokémon ist ein Shroomish. Level 60. Wir sind schneller als es. Zum Glück. Aurora Strahl gone. Und noch keiner hatte bis jetzt ein Elektro-Pokémon, was auch sehr, sehr gut ist. Ah, nice. Level 52. Und das nächste Pokémon von Lance ist ein Venonat. Ein Surfer sollte ausreichen da. Okay, wir haben es bis jetzt richtig gut geschafft. Zwei Pokémon hat er noch. Ein Sichlor. Aurora Strahl. Double Team. Nein. Nein, er könnte uns jetzt zu Tode hexen. Er könnte uns theoretisch zu Tode hexen. Aurora Strahl trifft. Ich hoffe, wir knocken ihn aus. Ich meine, wir sind plus 6 und es ist super effektiv. Wir knocken ihn aus. Wir knocken ihn aus. Perfekt. Perfekt. 2000 Erfahrung und sein letztes Pokémon ist ein Webarak. Surfer. Gone. Siegfried war sehr enttäuschend, muss ich zugeben. Ich dachte, er hätte wenigstens ein Pokémon, aber er hatte keine einzige volle Entwicklung. Das ist es. Ich hasse es zuzugeben, aber du bist ein Pokémon-Meister. Danke, ich kann mit einem Suicune, mit einem Crocoon umgehen. Vielen Dank. Ich kann immer noch nicht glauben, dass meine Drachen gegen dich verloren haben. Du hattest nicht mal einen. Du bist jetzt der Pokémon League Champion. Oder du würdest es sein. Aber es ist ein weiterer Herausforderer übrig. Es ist ein weiterer Trainer, dem du begegnen musst. Sein Name ist Raul. Er hat die Top 4 vor dir besiegt. Er ist der wahre Champion der Pokémon-Liga. Ja, in der nächsten Folge werden wir Raul annehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen oder besser gesagt, bereiten wir uns jetzt noch auf den letzten Kampf vor. Okay, die HP sind schon recht gut mit dabei. Ich werde auf jeden Fall noch zwei Äther nehmen. Nämlich einmal für Surfer, natürlich. Und einmal für Call Mind, natürlich. Ja, wie gesagt, wir sehen uns jetzt gleich bei Raul. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum Champion. Bis dann.